genau, denn es war der Perry. Oh. Wir haben übrigens die gleiche Waffe, Uka. Echt? Geil, dann kannst du mir deine Munition geben. Nein, Spaß. Ich hab für uns Munition mit. Black Keys hast du? Eine M107 hast du mit, Perry. Bist ja sehr sparsam, dass du so viele Waffen mitnimmst. Vor allem so ziemlich die wertvollsten Waffen, so, weißt du? Was ist denn deine Absicht so? Möchtest du dem Gegner so viele gute Waffen, wie es nur geht, auf einmal abgeben, oder? Nee. Kurz bevor ich mich ausgelockt habe, habe ich ja Mission gemacht, wie du dich erinnerst. Echt? Nö. Ja, und da haben wir halt die M110, da haben wir halt die M110 gefunden und ich hatte die M107 in Benutzung. Ach so, okay. Aber ich hatte jetzt noch keine Chance, andere Waffe zu holen, weißt du? Mhm. Und die Waffen wegzutun, damit du die eventuell später... Wieso hattest du denn keine Chance? Möchtest du das einmal den Zuschauern erklären, was denn zum Beispiel übermorgen oder so auf die zukommen könnte? Wir haben die Daisy Stallone aufgenommen. Hey! Was haben wir? Ich glaube, die Zuschauer haben das nicht ganz verstanden. Wir haben die Standalone aufgenommen. Perry, bist du ready zum Schießen? Ich hab den schon ein bisschen angeschossen, dass er ein bisschen kaputt gegangen ist. Ich glaube, der crasht nur zwei mit. Nein. Wir haben ihn eben schon ein bisschen blutig geschossen, also rauchig geschossen, wie man hören kann. Er ist rausgesprungen. Jo. Ist aber wahrscheinlich nur einer, ne? Nee. Doch, ich glaube, das... Weiter. Als einer rausgesprungen. Ne, die fliegt weiter, ja. Ja, das heißt, da ist auf jeden Fall noch einer drin. Okay. Ja. Dann sparen wir uns die Munition. Müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ich will nicht, dass ich mitfahre. Nee? Ja, dann achte mal auf den Wald. Wir werden den Typen töten. Ich habe das Auto ein paar Meter weiter geparkt. Ich treffe den nicht. Der Typ ist ziemlich weit oben im Wald rausgejumpt, Perry. Weil der muss noch durch den Wald laufen wahrscheinlich. Die haben jetzt natürlich einen dicken Vorteil, die haben nämlich einen Air-Scout. Dann werde ich einfach Bohnen-Scout spielen. Wenn die einen Air-Scout haben, dann werde ich Bohnen-Scout spielen. Irgendwo hier im Wald ist einer, Perry. Wo genau bist du? Da bist du, okay. Wird er versuchen, mich zu crashen? Wird er es sein lassen? Jo, er wird es sein lassen. Siehst du den? Nee. Oh, ich die Cessna einmal treffe, ist die weg. Ja. Ein Hit ist die weg. Mit der M107 auf jeden Fall. So wie die überhaupt. Da kommt auch ein Helikopter. Hört sich an wie ein Mossi. Okay. Fährst du? Ja, ich bin das vor dir. Siehst du was? Nee, du hast zum Rauch gemacht, wodurch ich jetzt weniger sehe. Ja, das war ein bisschen unklug von mir. Ich leg mich ganz offen mal hin. Und werde der Scout... Boah, du machst mir Angst, Perry.
Nicht gerade günstigste Position, muss ich sagen. Ey Mann, wir haben präsentiert, Teller. Ich guck nur einmal durch, ob ich jemanden sehe. Na, dann lass wegfahren. Dann lass wegfahren. Nein. Deine Waffe ist so groß, die guckt sogar da durch. Ich hasse genug M107-Magazine, dass du mir die DMR-Max geben kannst. Ich habe keine mehr. Ich hatte nur zwei DMR-Max, die habe ich leer geschossen. Okay. Weißt du, was das Lustige ist? Wenn wir jetzt einfach wegfahren, dann muss der landen. Ja. Wie will der sonst sein Teammate abholen? Ah, Muck habe ich dir noch gar nicht erzählt, ne? Ja. Gerade mal, wer heute eine C-130 erfolgreich von der gleichen Stelle gestartet hat, von der Luca verkackt hat. Also, wenn ich tippen könnte, dann könnte ich definitiv sagen, dass es nicht Luca war. Genau, denn es war der Perry. Yay! Oh, da will der cool sein, da will der cool sein. Da will der cool sein. Perry, wenn er es nochmal macht, steigen wir aus und geben dem, ja? Bist du ready? Bist du ready? Warte, ich sag dir Bescheid, Mann. Jetzt aussteigen. Naja, das ist kacke. Das war kacke. Das war nix. Steig nochmal ein. Ich spar dir die Schüsse. Wir warten, bis der frontal auf uns drauf liegt. Wird er jetzt, glaube ich, machen. Wow! Bist du dagegen gefahren? Ja, aber volle Kanne, beide Reifen platt. Nein, wo kommt denn Suddenly a barn appeared. Where barn appeared? What do you want to do? Fight, run! Kannst du den Zombie hier ausschalten? Ja. Warte, ich schalte den eben aus. Nee, warte, ich will. Oh. Aber du kannst die anderen ausschalten. 0-0. Die beste Waffe dafür. Was hast du denn? Ich habe auch eine Desert Eagle, aber ich habe keine Munition. Hashtag Tank Trap, das war jetzt der geilste Smile, den es gibt, ey. Ja, wir haben eigentlich nichts, ne? Dann können wir. Schließ mal ab, dann gehen wir weiter. Hab ich schon wieder, dass die M107 meine neue Lieblingswaffe ist? Echt? Ja. Ich kann zwar damit überhaupt nicht schießen, aber die ist einfach nur. Das ist einfach nur mega awesome, die Waffe. Die Zombies, die fallen hier automatisch runter, wenn du nach unten gehst. Komm mal in die Base reingucken, was die so haben. Die haben dann ein Safe auf jeden Fall. Zwei. Gibt's nicht viel, was die haben. Reicht aber zum Leben, munkelt man. Der mobbt uns doch, der Flieger. Natürlich mobbt er uns. Sollen wir uns mal hier eine MI oder sowas mit Bewaffnung holen? Komm, wir gehen einfach weiter. Ignorier den. Ich glaube, Kamikaze ist eh verboten hier auf dem Server. Ja, ist es so. Man darf keinerlei Kamikaze machen. Da kommt der. Schaffen wir den genau reinzuschießen. Oh. Naja. Ich frage mich, ob wir wenigstens das Cockpit überhaupt getroffen haben. Gut sieht der Flieger ja nicht mehr aus. Der raucht ja schon ganz schön, der qualmt. Nachher eine Kiste für Juli öffnen. Juli, bringst du mir denn Glück? Weiß nicht. August, ob die da Juli Glück bringt. Der Witz wird echt nie alt. Naja. Wo fliegen die denn? Die sind gelandet, ne? Hörst du das? Nein, der fliegt nur sehr tief. Meinst du? Ich glaube, der ist gelandet. Ich hab auch gedacht. Ich
glaube, die sind links von uns gelandet. Ja, die sind gelandet. Nein, die sind abgestürzt. Da hat's Boom gemacht. Da ist die Rauchwolke. Oh, die beballern sich. Wollen wir da hin? Daddy Cool was killed. Daddy Cool. Komm, wir gucken uns das mal Ist an. immer ganz schlau auf die Schüsse zulaufen. So Leute, machst du dir das machen. Und Ach, nicht anders. Perry. Das einzige Problem ist, sind die Zombies hinter uns. Da wird immer noch geschossen. Das war eine Explosion. Ach komm, das ist mir, wir holen uns erstmal ein Auto. Die Vernunft siegt. Naja, die Vernunft heißt Penny. Position. Ich würde schon gerne hingehen, aber ich habe keine Lust, ein Feld zu verlieren, weil wir müde sind, weißt du? Also, weil wir erschöpft sind. Das Fadenkreuz wackelt einfach zu sehr. Man weiß ja nicht, wie viele Leute uns da erwarten. Fakt ist nur, wir haben so 90% der Schadens wahrscheinlich gemacht und irgendjemand hat da abgestaubt. Irgendjemand hat da gerade geschossen, so in den letzten Hit gemacht. So. Obwohl ich doch glaube, dass die abgestürzt ist. Ich wette, die wollte landen und dann nehmen wir einfach einen Typ, der die beschossen hat. Was schon dafür, dass wir auf der Straße laufen, wenn wir ein Auto kommen, können wir einfach bam 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 machen, weißt du, wenn wir ein Auto. Ah ne, wir wetten nicht, das wäre unfair. Ich weiß ja eh, dass ich gewinne. Ja. Wo hast du eigentlich die RC gelandet? wir wollten die verkaufen. Aber? Ja, mein erster Landungsversuch. Ich bin ein bisschen zu früh vom Speed gegangen. Deswegen bin ich leider kurz vor der Landebahn, habe ich den Boden berührt. Wir können das nicht. Nee, nicht dein Ernst. Was? Wir können das nicht auseinanderbauen. Nee. Jo. Plan gescheitert, Perry. Dann müssen wir weiter als Polizist arbeiten. Ist doch kein Ding. Auto ist auch schön. Wenn du jetzt noch Sirene anmachen könntest, das wäre lustig. Nina, 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 Geht, glaube Nina. ich, gar nicht, ne? Vielleicht geht's mit L. Nein, geht Geht nicht. nicht. Leider. Wäre mega lustig. Na, 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 na. Na, na, na. Reifen anschießen und abbauen, sagt einer. Gute Idee. Danke, danke. Perry. Ja, das sollte ich Hör nur mit mal. meiner Waffe machen. Hast du noch eine Second Arm? Na, Desert Eagle? Keine Munition mehr. Ja, komm, das wird schon. Alles klar. Ich schieß einmal gegen den Reifen. Aber der Reifen ist dann auf jeden Fall hin. Teste mal einmal so gegen den Reifen, einmal daneben. Also, aber erstmal daneben. Wir lassen auch den Motor an, damit es schön bumm macht. Ich guck mal. Ah, fuck, ich habe gar keine Munition mehr. Weißt du, Also. ich schieß neben den Oh. Reifen, weißt du? Du sollst Ding. Guck mal, ob du abbauen kannst. Oh ja. Du hast nicht ernst. Oh mein Gott, Perry. Was denn? Ich habe nur einmal gegen geschossen. Du solltest mit der Deagle dagegen schießen, Ich nicht habe noch mit. keine Munition. Oh, Perry, du kannst doch nicht mit einer M107 auf ein Auto schießen. Wieso nicht? Ich habe doch nur einmal geschossen. Gib mir mal bitte alle deine dem Air Max. Wo bist du? Ich habe keine. Wie gesagt. Was machen wir denn jetzt? Ich habe gefühlt nur noch 12 Schuss. Komm, wir gehen wieder. Wir kennen ja inzwischen den Weg auswendig. Wieder Richtung Bibor. Wo bist du denn? In Vibo. Wie? Schon vorgelaufen? Perry, du schießt auch nicht mit. Was explodiert denn da jetzt noch? Das Auto. Du schießt auch nicht mit einer Bazooka auf den Reifen, um den abzumontieren. Ja, das konnte ich doch nicht wissen, dass es direkt in die Luft fliegt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das kam sehr unerwartet.
Ich habe mich schon gewundert, warum der Reifen direkt kaputt war, obwohl ich gar nicht den Reifen getroffen habe. Du weißt, dass eigentlich die M107 so eine panzerbrechende Munition hat? Ja, ich weiß, macht irgendwie 100.000 Schaden. Ja. Da ist ein Helikopter, ne? Hui, 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 ja, hui, hui, hui. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Helikopter ausspricht. Ich sag zu dem jetzt einfach hui. Damn it, da ist ein SUV gefahren. Hinter uns? Den schießt natürlich nicht an. Den schießt natürlich nicht an. Ich hab den nur ganz kurz gesehen. Der könnte ja explodieren. Explodiert eigentlich ein SUV? Ich denke auch, ne? M107 auf Motor. Könnte wehtun. Barry, ich schock mich mal eben hier hin. Oh, da fliegt noch was. Nein, zwei. Heute ist aber viel Luftverkehr unterwegs. Ja, Mann. Da ist Schluck hinter der einen. Ich glaube, die eine ist ein bisschen schneller, ne? Gehe ich mal stark von aus. Jein. Weil die C-130, die ist sehr schnell. Nur 560 mit der geflogen. Osprey macht, glaube ich, sogar 600. So schnell drauf schießen können. Jetzt. Ein Schuss, zack, Motor kaputt. Boah. Das wäre geil jetzt. Komm, schieß drauf. Da vorne ist die ein. Der will kein Kamikaze machen. Oh, ich verliere Blut. Wieso? Essen. Ja, dann nimm bei mir was. Ich glaube, ich hab noch was. Naja. Ach, ich hab eben. Statt Treffen hab ich. Jetzt kannst du den abschießen. Weiter durch. Also wir müssen hoffen, dass wir Munition finden, sonst sieht es echt beschissen aus für mich. Oder für uns. In der Baracke war keins. Ja, wir gucken mal, spawnt immer neu. Kannst du den jetzt nochmal geben? Immer wenn der Frontal auf dich zukommt. Okay, fliegt aber immer noch. Einer hat im Chat gesagt, gerade bei Mokka. Ich hoffe, er möchte mich nicht erschießen. Jo, er will Kamikaze machen. Ist tot. Pascal 5926. War, glaube ich, nur einer. MK12 SPR. Standard. Die Frag Granite, die schnappe ich mir mal. Die RGO schnappe ich mir mal. Und das ein oder andere Werkzeug. Er hat aber keinen Schlüssel dafür. Komisch. Willst du die SPR mitnehmen oder hast du genug Magazine? Nö, ich will die mit. Jo. Als Notfallwaffe. Ich möchte das Auto nicht kaputt machen. Bitte nicht mit.
Nein, 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 nein! Perry? Auto kaputt? Nein, alles bestens. Alles bestens. Der Baum steht noch. Meine liebe, liebe Autos. Aber er ist von mir weggefahren. Da fährt, da ist die Staubwolke. Da vorne fährt es noch. Da vorne fährt es noch. Die sind ausgestiegen. Oder sind Zombies, die hinterherlaufen? Dann sind hier noch Spieler. Eine Mini landet. Zwei Leute, ich hab ne Mi, ich hab ne Mi. Oh, bitte, 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 bitte. Ich hab ne Mi erobert. Perry! Ja, nice, da kannst du mich nicht holen. Nein, da kommt Wotnik, bitte nicht, Wotnik. Nein, ich hab, nein! Und fickt euch Zombies, nein. Wotnik, bitte nicht, bitte nicht, Wotnik, bitte nicht, Wotnik, bitte, bitte. Hab Erbarmen mit mir! Er fährt mich um. Oh Mann, jetzt habe ich für irgend so einen random Wotnik, so einen scheiß Wotnik. Wotnik sind sowieso die dreckigen Noobs ever. Die können gleich auch M2 nehmen. Boah, Junge, gegen mich Wotniks auf in dem Spiel. Dann fahr doch gleich einen Panzer mit einem, keine Ahnung, mit einem 1000 Kilometer Kaliber. Fucking Noobs, ey. Jo Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Hier oben habt ihr noch eine der letzten Folgen mit dem Captain Skooma und unten habt ihr die letzte DayZ-Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal.